Hallo liebe Faultiere und herzlich willkommen zum Thema Wertekategorien 1. Wie kann man Geschäftsvorfälle ihrer Art nach unterscheiden? Mir tut's in den Ohren und im Gehirn weh, wenn Menschen Begriffe wie Ausgaben, Kosten oder Aufwand verwenden, ohne zu wissen, was sie bedeuten. Damit räumen wir jetzt mal auf. 4 Begriffspaare kommen besonders häufig vor, wenn man über Rechnungswesen spricht. Einzahlungen und Auszahlungen. Einnahmen und Ausgaben. Ertrag und Aufwand. Erlöse und Kosten. Klingt gleich, von wegen. Die Begriffspaare haben zwar manches gemeinsam, beziehen sich aber auf unterschiedliche Vermögenswerte. Man spricht bei dieser Abgrenzung auch von betriebswirtschaftlichen Wertekategorien. Einzahlungen und Auszahlungen sind Veränderungen am Geldbestand einer Unternehmung. Ist nach dem Geschäftsvorfall der Geldbestand größer als vorher, spricht man von einer Einzahlung. Umgekehrt dann von einer Auszahlung. Einnahmen und Ausgaben. Die Begriffe kennt auch wahrscheinlich jeder, aber vielleicht nicht im wirtschaftlichen Sinne. Anders als bei Einzahlungen und Auszahlungen ist die Bezugsgröße nicht der Geldbestand, sondern das Geldvermögen. Geldvermögen? Das ist der Geldbestand zuzüglich des Bestandes an Forderungen, also Zahlungsansprüchen gegenüber Dritten aufgrund einer bereits erbrachten Gegenleistung, und abzüglich des Bestandes an Verbindlichkeiten, also Zahlungsansprüchen Dritter gegen die eigene Unternehmung. Geldvermögen meint also den potenziellen Geldbestand, der der Unternehmung zukünftig zur Verfügung stehen wird. Erträge und Aufwendungen, das sind Begriffe aus dem Handels- und aus dem Steuerrecht und sie beschreiben Veränderungen am Gesamtvermögen einer Unternehmung oder auch Bilanzvermögen genannt. Dazu gehören die beweglichen Sachen, die unbeweglichen Sachen und die immateriellen Vermögensgegenstände, also zum Beispiel geldwerte Rechte wie Forderungen. Erlöse und Kosten, da sind wir beim internen Rechnungswesen. Hier gibt's keine gesetzlichen Vorgaben, es geht vielmehr darum, zur Unternehmenssteuerung die Veränderungen am betriebsnotwendigen Vermögen aufzuzeichnen. Betriebsnotwendig, das ist alles, was zur Leistungserstellung, also zum eigentlichen Betriebszweck, erforderlich ist. Auch hier geht es um das Gesamtvermögen der Unternehmung, aber einschließlich der Zusatzkosten, die im Bilanzvermögen unberücksichtigt bleiben. Wichtig also, seid euch im Klaren darüber, was ihr meint, wenn ihr einen der Begriffe benutzt. Sonst geht's nämlich schnell daneben. Und damit reicht's auch schon wieder. Bleibt faul und bis zum nächsten Mal.